Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Setup-Tour. Und ich habe schon öfters darüber nachgedacht, eine Setup-Tour zu machen. Aber das Problem war einfach, dass ich mit einigen Sachen nicht zufrieden war. Ich hatte noch eine Schrott-Tastatur, die ich schon seit der Grundschule hatte. Und ein altes Mauspad, was schon ziemlich vergammelt aussah und so. Deswegen habe ich das nie wirklich gemacht, weil ich einfach mit der Sache nicht zufrieden war. Und dann ein vernünftiges Setup zeigen wollte, womit ich einigermaßen zufrieden bin. Ja, falls einige jetzt rumheulen so, oh Gott, was ist das für ein schlechter PC. Mein PC ist schon 3,5 Jahre alt und ich habe nie irgendwie was nachträglich aufgerüstet, außer halt das Mikro, Maus und Tastatur, aber jetzt so am PC, im Computer selbst nicht. Ja, das Einzige, was ich demnächst machen werde, was einige vielleicht schon im Stream mitbekommen haben, ist, dass ich mir eine zweite Festplatte holen werde. Ich weiß gar nicht mehr, welche genau es ist. Falls ihr das irgendwie wissen wollt, dann kann ich meinen Vater zur Not auch noch fragen. Dann kann ich das in den Kommentaren nochmal erwähnen. Ja, einige Sachen habe ich auf jeden Fall gerade noch nachgeguckt, was ich genau in meinem PC verbaut habe und ich habe noch mal im Stream davor gefragt, was ihr dann wissen wollt. Und ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, das jetzt alles aufzusagen, weil ich im Endeffekt eh keine Ahnung davon habe, was gut und was schlecht ist. Ja, ich fange einfach mal mit der Grafikkarte an. Die haben auch echt ziemlich viele von meinen Freunden, und zwar die GeForce GTX 750 Ti. So, dann kommen wir zu meinem Prozessor. Und zwar ist das Intel Core i5 und dann davon 4590 mit 4 Kernen. Ich persönlich kann damit gar nichts anfangen, deswegen lese ich das gerade auch ab, weil ich keinen Plan davon habe. Dann zum Arbeitsspeicher. Meine Grafikkarte hat 2 GB und mein PC selbst 16 GB. Meine Festplatte hat 1 TB, aber wie gesagt, werde ich mir noch eine zweite dazu holen, weil mein PC einfach scheiße langsam ist und mich das mega abfuckt. Und ja, ich glaube, im Voraus habe ich schon mal alles Wichtige zu meinem PC selbst, zu meinem Computer, was da drin eingebaut ist, gesagt. Wie gesagt, habe ich nicht die besten Sachen. Mein PC ist über 3,5 Jahre alt und generell, ich glaube, wir Mädchen sind froh, wenn wir vernünftig zocken können und kümmern uns jetzt nicht wirklich um die Sachen, die da wirklich drin sind und erneuern das nicht wie andere jedes Jahr und holen uns da immer bessere Sachen. Also, please don't hate me. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit der restlichen Setup-Tour. Okay Leute, dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal meine ganzen anderen Sachen vom PC und alles, was dazu gehört. Und mein Herzstück vom Ganzen ist auf jeden Fall mein Stuhl, beziehungsweise mit meinem Stuhl, meine Tastatur und meine Maus auch. Und zwar die Leute, die meine Verlosung gesehen haben, sollen ja wissen, dass der Stuhl von Nitro Concepts ist, was ihr hier unten auch noch sehen könnt. Und ja, mit dem bin ich halt, wie gesagt, mega zufrieden. Man kann richtig viel verstellen, man kann die Armlehnen verstellen, man kann die Rückenlehne nach hinten machen, nach vorne, wie man möchte. Und generell die Höhe, was ja eigentlich ziemlich normal ist. Also, falls irgendwer noch bei meiner Verlosung mit dran teilnehmen möchte, kann das gerne machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier weiter. Ja, sorry auf jeden Fall schon mal für den ganzen Staub. Ich bin gerade echt zu faul, das sauber zu machen. Ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, hat mein Gehäuse die Farbe Rot. Ich glaube, ich hatte damals Grün und Rot zur Auswahl. Wenn ich jetzt mein restliches Setup angucke, hätte Grün besser gepasst. Aber damals fand ich halt Rot besser und da hatte ich halt das andere Setup alles noch gar nicht. Dann habe ich hier noch eine externe Festplatte. Da ich mein PC ja noch zurücksetzen muss, ist die ganz praktisch, weil ich da jetzt alle Sachen drauf speichern konnte und generell alle wichtigen Real-Life-Videos drauf. So meine ganzen Vlogs eigentlich nur von Köln und generell von den Herbstferien. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich nehme ja meine Videos und meine Streams mit einer komplett anderen Kamera auf. Also meine Streams mit einer Facecam, zu der werden wir gleich noch kommen. Und meine normalen Videos nehme ich halt separat auf mit meiner Kamera, mit meiner Blogging-Kamera. Und zwar ist das die Canon PowerShot G7 X Mark II. So, ich werde die Namen, wie gesagt, hier einfach noch irgendwo einblenden, weil ich bin mir bei der Reihenfolge nicht ganz so sicher, weil das schon ein langer Name ist. Ja, auf jeden Fall lade ich da gerade noch einen Akku auf, aber ist ja auch nicht so wichtig. Dann, was auch ziemlich wichtig ist für mich, ist meine Ringlichtleuchte, wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt. Falls ihr YouTube macht und Facecam macht, kann ich euch die echt weiterempfehlen. Ich finde, die nehmen jetzt nicht allzu viel Platz ein und ist nicht ganz so fett wie die ganzen Softboxen. Und trotzdem hat die ihren Zweck und ich finde generell diese runde Leuchte in den Augen immer richtig cool. Und die hat halt echt einen guten Zweck und man kann die halt hier heller und dunkler machen, was ich auch echt gut finde. Und hat sowieso richtig natürliches Licht, das ist für Streamen gut, generell für Videos aufnehmen. Und wenn man gerne Bilder macht, kann ich die auch nur weiterempfehlen. Also damit bin ich auch echt mega zufrieden. So, dann kommen wir zur Facecam. Ich nehme die mal kurz hier runter, damit man ein bisschen was sieht. Ja, das ist auf jeden Fall meine Facecam. Die ist auch ein bisschen verstaubt, sorry dafür. Das muss ich jetzt kurz ablesen. Und zwar ist das die Logitech HD Pro Webcam C920. Und ja, wie gesagt, die reicht aus, aber so wirklich zufrieden bin ich nicht, weil wenn man halt diesen Vergleich hat zu einer Vlogging-Kamera und dann zu dieser hier, merkt man schon einen gewaltigen Unterschied. Und ich weiß nicht, dann triggert einen das umso mehr, dass man halt keine bessere Qualität hat. Und was auch ziemlich doof ist,
Es gibt ja diesen Elgato Cam Link Stick und der ist halt nicht ganz kompatibel mit meiner Kamera. Er ist mit so vielen Kameras kompatibel, ne? Aber mit meiner zeigt er da so einen Fehler an. Also mit einigen geht das halt gar nicht, aber mit meiner würde es gehen, aber ach, keine Ahnung. Ich hatte dazu auf Twitter was gepostet, also habe da auch keinen Bock weiter drauf einzugehen. Auf jeden Fall ist dieser Stick auch ziemlich teuer und ich habe keine Lust, mir wegen dem Stick auch noch eine extra neue Kamera zu kaufen, weil ich einfach das Geld dafür nicht habe. Aber wegen der Qualität und nee, ich würde halt echt gerne mit einer richtigen Kamera streamen können. Und generell wird das einen auch beim Videos aufnehmen viel mehr Arbeit ersparen. Aber ja, da habe ich momentan echt keine andere Möglichkeit. Muss diese Facecam weiter nutzen. Ja, wie ihr gerade schon sehen konntet, habe ich die Facecam auf jeden Fall immer hier stehen. Und manchmal, wartet, das konnte man glaube ich gerade nicht sehen, man kann hier eine Kamera draufschrauben. Da hatte ich auch manchmal meine Facecam drauf, also die hier. Aber weiß ich nicht, irgendwie habe ich die meistens hier drauf. Falls es jemand interessiert, das sind einfach nur so zwei Laufpokale, Glastrophäen, keine Ahnung. Und da unten ist einfach nur so ein Kerzenständer. Und hier zwei Nintendo-Spiele, also auf jeden Fall richtig gut gelöst, das Problem. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich am besten weitermachen kann. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal hier bei meiner Maus weiter. Und zwar habe ich da auch voll die Probleme mit. Ich bekomme meine Maus nie zu 100% sauber und die wird immer dreckig, obwohl ich nicht mal meinen PC esse. Also ja, das ist auf jeden Fall die Razer DevAdder Chroma, die kann ich auch nur weiterempfehlen. Da sagen sowieso richtig viele Leute, beziehungsweise viele YouTuber, dass sie ziemlich gut ist. Ich persönlich hatte jetzt nicht so viel Ahnung von, aber ich selbst bin auch mega zufrieden damit. Generell bin ich eigentlich mit allen Sachen so zufrieden, die ich habe. Auch wenn ich nicht das beste Setup habe, aber für mich reicht das vollkommen aus. Ja, die habe ich mir damals selbst gekauft. Dann kommen wir hier zu meiner Tastatur. Die sieht natürlich auch richtig schön staubig aus. Auch die will ich niemals zu 100% sauber bekommen. Auf jeden Fall ist das hier die Razer Black Widow Ultimate. Und wie ihr hören könnt, ist es auch eine mechanische Tastatur. Die feiere ich persönlich auch mega wegen den Geräuschen. Keine Ahnung, viele Leute finden die Geräusche ja ziemlich nervig, aber ich persönlich mag die Tastatur deswegen umso mehr. Und ja, die habe ich auf jeden Fall von Razer zugeschickt bekommen, also danke auf jeden Fall nochmal an Razer. Und ich habe echt so gehofft, dass sie mir diese Tastatur zuschicken, also eine mechanische. Und ja, das Ding ist ja, ich hatte die angeschrieben und habe einfach nur gefragt, ob die mir eine Tastatur zuschicken würden. Aber ich habe halt nicht nach einer bestimmten gefragt, weil ich überhaupt froh war, dass sie mir überhaupt etwas zuschicken. Zum Thema Kopfhörer. Ich habe ja ein iPhone 6S, deswegen habe ich dementsprechend auch Apple-Kopfhörer, die ich benutze und mit dem ich auch mega zufrieden, reicht mir vollkommen aus. Ich hatte früher ein Logitech G230 Headset oder so. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich weiß nicht, ich mag Headsets nicht so gerne und bin da einfach kein Fan von. Generell fand ich das Headset auch nicht mehr so gut und jemand ist kaputt gegangen. Und ja, deswegen benutze ich jetzt immer die Kopfhörer. Auch wenn ich nur ein paar vernünftige Kopfhörer habe, das ziemlich nervig ist, immer die wieder ein- und auszustöpseln. Ja, auf jeden Fall habe ich hier noch so einen Stick, so einen Kartenleser, damit ich so schnell wie möglich meine Dateien von der Kamera auf den PC bekomme. Und hier habe ich halt noch eine extra Speicherkarte mit 16 GB, die ich gerade drin habe, hat 32 GB, falls es jemanden interessieren sollte. Dann kommen wir hier zu meinem Bildschirm. Das ist auch nichts Besonderes, da gibt es auf jeden Fall eindeutig bessere Sachen. Der ist auf jeden Fall von Medion. Den habe ich als erstes bekommen und letztes Jahr zu Weihnachten habe ich ja einen neuen Bildschirm bekommen. Und zwar ist es der hier von Acer. Und ja, schönes Hintergrund auf jeden Fall. Ich habe das gerade nochmal geändert, weil ich das irgendwie viel cooler fand und da ist Pizza drauf. Ja, so wie es aussieht, ist das auf jeden Fall mein Bildschirm. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Dinger sind und ich habe halt keine Ahnung, was der von Medion auf jeden Fall für einer genau ist. Und ich bin jetzt auch zu faul, auf den Dachboden zu laufen, den Karton zu suchen. Ich habe einfach auch nicht die Zeit dafür. Und dann zu meinem Mikrofon. Einige fragen sich bestimmt, wie ich so spielen kann, wenn mein Mikrofon vor meinem Face ist. Es ist Gewöhnungssache. Ich fand es am Anfang auch total nervig, weil man auch einige Sachen einfach nicht sehen kann. Aber mir blieb einfach nichts anderes übrig. Ja, das Mikro ist das Auna MIG 900B. Ja, und das ist noch von meinem alten Mikrofon und das auch, weil ich damals dieses Bündel-Dings gekauft habe. Davor hatte ich ja das T-Bone SC440 USB, womit ich ja echt nicht zufrieden war, weil ich da von Anfang an mit Problemen hatte. Es fing damit an, dass das Kabel schon direkt von Anfang an kaputt war. Dann haben wir einfach das Druckerkabel genommen und ja, ich musste am Schluss den Stecker einfach nur raus und reinstecken, in der Hoffnung, dass das irgendwann wieder geht und das Rauschen weg ist. Irgendwann ging es dann gar nicht mehr. Und ja, zum Thema, dass das Mikro im Weg steht. Ich kann das halt auch nicht anders hinstellen, weil ich ja so einen Eckschreibtisch habe.
Und ja, der ist übrigens von IKEA, falls es einigen von euch interessiert. Und hier sind halt so Fächer unten. Und das ist hier hinten zu. Deswegen kann ich den nicht weiter dahin stellen. Und ja, ich kann das hier auch nicht weiter dahin schieben, weil das dauernd wieder zurückgeht, weil mein Bildchen da steht. Und einige sind bestimmt richtig davon getriggert, dass der hier größer ist als der. Aber mich persönlich stört das nicht. Ich bin froh, dass ich einen zweiten Bildschirm habe. Stimmt, was ich ganz vergessen hatte, ist, dass ich hier auch ein neues Mousepad bekommen habe von Razer. Ob ich das noch habe, das andere, das alte. Ah, das sah so vergammelt gefühlt aus. Auf jeden Fall habe ich gefragt, ob sie mir das Mousepad direkt mit dazu schicken können. Und ja, auf jeden Fall habe ich das bekommen. Da bin ich auch mega froh drum. Also nochmal danke an Razer. Und ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall alles. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Jetzt hört ihr mich nochmal kurz in guter Qualität. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch interessiert. Und wie gesagt, bei Fragen könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. This life is tough if you let it be that way, yeah. Sit back and love your own journey every day. Got a deep thoughts in my bed. Got me feeling like a weak spot in my head. And I ask myself to please.